Ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich in meine alten Bundesländer reise. Und ich freue mich riesig, hier in dieser Kirche Meister Eckharts sein zu können. Mein Herzensanliegen ist tatsächlich das, was Befreiungsbewegungen machen, wie auch Theologie der Befreiung, noch radikaler durchzuführen. Meine Ostbiografie lief auch nicht so ganz geradlinig. Also in der 11. Klasse sollte ich dann als wegen zu vieler pazifistischer Äußerungen doch die Schule verlassen. Und ich stand auch den bürgerbewegten Menschen etwas zu nahe. Und insofern, dass aus mir eine Professorin jetzt wurde, da wundern sich meine Eltern dann auch noch. Mit Mystik treibe ich aber meine subversiven Anliegen weiter, weil ich finde, das ist ein noch radikalerer Ansatz zur Befreiung von Menschen als mit rein politischen Mitteln. Da zerstreitet man sich denn ja doch sehr. Und Mystik greift auch genau den Bildungsbegriff von Meister Eckhart auf. Ich springe jetzt mal mitten ins Thema. Erleuchtet wie Meister Eckhart. Ich gehe davon aus, jeder Mensch ist dazu bestimmt, glücklich zu sein. Das passt jetzt nicht ganz zu Botschaften, die immer noch christlich-mittelalterlich klingen, dass sie umso christlicher sind, je mehr sie leiden. Und mitunter ärgern wir uns ja als Christen, dass der Dalai Lama immer so lächelt. Dieselbe Botschaft ist eigentlich auch unsere Kernbotschaft als Christen. Glückselig seid ihr. Wir Menschen sind dazu bestimmt, hier und jetzt auf Erden glücklich zu sein. Unser Grundzustand ist auch nicht der, der durch jetzt die neuen Gesellschaftsbedingungen zunehmend verschärft wurde. Konkurrenzkampf, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, noch mehr Konkurrenz, noch mehr leistungsbezogene Besoldung, sondern unser Grundzustand ist tiefer Friede, Ruhe, glücklich sein und der Lebenssinn ist dazu lieben und geliebt werden. Daran wird deutlich, wie unerleuchtet die Gesellschaft ist und das Christentum nicht ganz als Civil Religion passt, einfach nur als Kit fürs gesellschaftliche System. Wir wollen tatsächlich als Christen was anderes. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Denn die mystischen Geheimnisse sind nicht gerade die Sachen, die man als Pastor auf der Uni lernt oder als Religionslehrer. Mystik macht leider nicht den Mainstream des Christentums aus. Also im Christentum ist die Botschaft etwas verschüttet und wie auch der arme Meister Eckhart ums Leben kam, ist ja auch letztlich nicht so hundertprozentig geklärt. In dem Thema Erleuchtung ruht also Sprengstoff, gesellschaftspolitischer Sprengstoff, kirchenpolitischer Sprengstoff und für den Einzelnen kann man auch noch mal seine bisherige Biografie in die Luft jagen, mit Hilfe von Mystik und sie neu und glücklich zusammensetzen. Also die große Emanzipation, die große Befreiungsbewegung. Was ist Erleuchtung? Erleuchtung ist salopp gesagt die Erfahrung dieser Zustände und das nicht nur Freitagabend war ich für 5 Minuten im Einheitszustand, sondern als Grundzustand in unserem Leben. Ja, die Mystiker nehmen richtig den Mund voll. Liebe, Glück, Ruhe, das sind unsere Naturzustände. Das ist unser menschliches Wesen. Deshalb ist Erleuchtung kein Thema für Spezialisten. Rudolf Steiner war ja mal so frech, dass der so kurz nach 1900 sagte über die katholische Kirche, die katholische Kirche weiß immerhin, was sie nicht mehr weiß. Aber die evangelische Kirche weiß nicht mal mehr, was sie nicht mehr weiß. Also,
Der erleuchtete Zustand ist unser Naturzustand und der Hauptjob des Christentums wäre, sie mit möglichst einfachen Mitteln in diesen Naturzustand zurückzuführen. In Mystik sehe ich das, was jetzt eigentlich als Reformation gefeiert wird, nämlich die Einlösung des allgemeinen Priestertums, wirklich wieder eine Basisbewegung, wo jeder Einzelne direkt mit der Quelle verbunden ist und überprüfen kann, ob das wahr ist, was gepredigt wird. Meister Eckhart war ja auch so ein frecher Geist, der sich auch etwas lustig machte über die damaligen Gottesbilder und auch über, leider etwas zu lustig machte über viele kirchliche Lehren. Die katholische Kirche war eigentlich sehr ehrlich, als sie noch im 16. Jahrhundert Mystiker verfolgte. Sie hat ihnen nämlich nicht Irrlehre so sehr vorgeworfen, sondern zentral Verachtung der kirchlichen Hierarchie, ihrer Priesterschaft und ihrer Sakramente. Das ist es nochmal auf den Punkt gebracht. Wer Mystiker ist, lässt sich nicht mehr beherrschen, lässt sich nicht mehr mit falschen Lehren und Behauptungen zutexten. Und es sind immer sehr starke Einzelpersönlichkeiten geworden. Also glauben Sie nie, dass ein Einzelner nichts bewirken kann. Auch der Dalai Lama sagt, selbst kleine Tiere wie eine Mücke können sie zum Wahnsinn treiben. Und wenn schon eine Mücke solche Macht hat, welche Macht hat denn ein wach gewordener Einzelner? Also, Liebe, Friede, Ruhe, tiefe geistige Klarheit und die Schau der Wahrheit sind unser Naturzustand. Man kann auch versehentlich in ihn hineingleiten. Das passiert Leuten zum Beispiel, wenn sie eine Nahtoderfahrung machen. Darüber wird ja inzwischen auch mehr im Fernsehen gesagt als in der evangelischen Theologie. Gut, mein einer Fachkollege fängt jetzt endlich auch an, darüber zu forschen. Und ich freue mich sehr darüber. Also, das, was Menschen von Nahtoderfahrungen berichten, die sind aus Versehen mit unserem Naturzustand zusammengestoßen. Die haben danach auch ein anderes Wertesystem und die lachen sich auch über vieles, was gut gemeint als Christentum gilt, schief und sagen, das kann man doch viel einfacher sagen. Das passiert auch Atheisten. Man muss nicht mal Christ sein, um in diesen Naturzustand hineinzugleiten. Dann können sie in solche Erfahrungen reinkommen, einfach wenn sie weit ab von Menschen sind, die sie auch wieder nur etwas nervös machen, nämlich mitten in der Natur. Tiefe Naturerfahrungen vermitteln das auch. Und dann ist manchmal schade, wenn der Urlaub zu Ende ist. Der Weg, für den ich stehe und wo ich auch meine ganze, ja, vielleicht professorale Autorität oder auch tatsächlich meine ganze Forschungsenergie reinsetze, ist, wie kriege ich Menschen auf einem möglichst einfachen, ungefährlichen Weg, ohne dass sie ins Kloster müssen, in diesen Naturzustand. Und so habe ich zunehmend nach einer eigenen Nahtoderfahrung als Forschungsthema gehabt, wie haben die Mönche meditiert, dass sie zu diesen Aussagen gelangten. Also meine Frage lag dann auf Meditationstechniken. Und ich habe auch eine bestimmte These. Wie muss Meister Eckhart meditiert haben, um diese tollen Texte schreiben zu können, beziehungsweise eigentlich diese Predigten so halten zu können, wie er sie gehalten hat? Denn auch im Austausch der Religionen, zum Beispiel mit Zen, sagen auch andere Mönche aus Fernost, wow, das ist wahr, was er sagt. Also das ist der größte Sprengstoff, dass wir das wieder freilegen. Und deshalb hat es mir auch großen Spaß gemacht, darüber zu forschen. Und da hinten in dem blauen Buch, das war erstmal so mein erster eigener Rechenschaftsbericht, wo ich für mich festhielt, ja, das Christentum war von Anfang an eine Erleuchtungsreligion und die christlich-orthodoxen Kirchen, russisch-orthodox, griechisch-orthodox, syrisch-orthodox und so fort, die sagen bis heute, wir als Christen sind die Erben der antiken Mysterienreligionen. Wir führen den antiken Einweihungsweg weiter.
Ich glaube, das funktionierte auch ganz gut so bis ins 4. Jahrhundert. Dann wurde das Christentum Reichsreligion. Und man kann nicht zwei Herren gleichzeitig dienen, also Leute basisdemokratisch erleuchten und den Herrschenden, weil Jesus sagt ja, die Mächtigen der Welt unterdrücken die Völker. Und eine Erleuchtungsreligion jetzt, die Reichsreligion wird, hat vielleicht etwas zu viele verschiedene Aufgaben gleichzeitig übernommen, um salopp zu sagen. Und so kann man schon feststellen, im 4. Jahrhundert gab es, also der ist kurz vor dem Jahr 400 gestorben, gab es schon mal einen christlichen Mönch, der so erleuchtete Texte schrieb wie Meister Eckhart. Der heißt Evagrius Ponticus, völlig vergessen. Das war auch so ein bildloser Mystiker. Und da ist es schon spannend zu gucken, im 4. Jahrhundert, was passierte mit Evagrius und mit seinen Mönchsschülern. Der stand übrigens in der Tradition von Origenes. Da weiß man ja, der ist auch von der Synode später verurteilt worden, war eine zu gute Theologie. Und Evagrius fand natürlich auch die Theologie von Origenes gut. Also, Evagrius starb zum Glück selber von sich aus kurz vor dem Jahr 400, aber seine Schüler wurden aus der ägyptischen Wüste mit Waffengewalt vertrieben. Also da fing das schon an, weil dem Patriarchen von Alexandrien war dieses Christentum zu radikal. Das machte aber nichts. Diese Tradition wanderte dann über Kassian weiter ins heutige Frankreich. Da haben wir auch die ersten Beschreibungen, wie diese Mönche meditiert haben, dass sie so erleuchtet sind. Ganz tot kann man die Wahrheit nie kriegen. Nichts ist gefährlicher als die Wahrheit. Und meine heutige Position ist, es ist eine neue Reformation fällig durch eine lebendige Mystik als Basisbewegung. Und dafür reise ich auch gerne von Kiel nach Erfurt und freue mich, dass das hier im Reformationsjubiläumsjahr solche schönen Anfänge wieder nimmt. Also, Erleuchtung ist, wenn Sie alle Überlebenskampfgefühle, die Ihnen der heutige Alltag verschafft hat, abstreifen können, wenn Sie die Unwahrheiten über Gott und den Menschen und seinen angeblichen Lebenssinn als Arbeiter und Konsument und was es so alles gibt, abstreifen können und wenn Sie einfach direkt selbst die Wahrheit schauen. Meister Eckhart war erleuchtet und er predigte frech gegen allen Unsinn, der über Gott und Menschen verbreitet wurde. Viele Gottesbilder, eigentlich alle waren ihm zuwider, denn wenn man die Wahrheit schaut, lässt sie sich schlecht in einem Bild festhalten. Ich werde häufig gefragt, was ich unter Mystik verstehe, und dann biete ich so verschiedene Definitionen an. Zum einen sage ich, Mystik ist, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist die Anwesenheit Gottes in allen, ja, in allem, in allen Dingen, in allen Prozessen. Und damit, also Mystik ist, ich sehe was, was du nicht siehst, das Göttliche in allen Dingen. Damit hängt zusammen, Mystik ist die Kunst einer hochgradig verfeinerten Wahrnehmung. Denn natürlich werde auch ich häufig von Fachkollegen theologisch angefragt, ja, wenn Sie den Menschen wieder mystische Bewusstseinstechniken vermitteln, ist das nicht ein Verstoß gegen die Rechtfertigungslehre? Der Mensch darf ja gar nichts machen zu seinem Heil. Dann sage ich, nö. Die Sonne scheint schon am Himmel, also kein Mystiker hängt sie an den Himmel. Die Wahrheit ist da. Es geht nur darum, sie möglichst schon in diesem Leben zu schauen und nicht erst im Sterben oder in einer Nahtoderfahrung, denn ist ja zu spät. Hat man ja schon seinen Unsinn versehentlich zusammengelebt. Also die Menschen brauchen jetzt die Schau der Wahrheit. Mystik ist also die Kunst einer hochgradig verfeinerten Wahrnehmung, dass wir uns die Sonne schon hier und jetzt in diesem Leben auf dem Bauch scheinen lassen und dass wir Wahrheit von Unwahrheit selber unterscheiden können. Denn, dann höre ich auch auf mit den Definitionen, Mystik ist der Weg der vollständigen Bewusstwerdung des Menschen.
Dadurch kann man es dann auch psychologisch fassen, vor allem mit Konzepten der transpersonalen Psychologie. Mystik ist der Weg der tendenziell vollständigen Bewusstwerdung des Menschen, also das vollständige Selbstbewusstsein, zu dem sie gelangen. Ich gehe davon aus, wie auch viele Psychologen sagen, dass sie sagen, so Pi mal Daumen ist der Mensch erst so zu 5 bis vielleicht 10% seiner selbst bewusst. Die nehmen dann das Bild von einem Eisberg. Also in unserem Tagesbewusstsein spielt sich schon viel ab, da sind wir schon sehr schlau. Aber was wir träumen, was uns durch den Kopf geht, oder was wir noch sein könnten, das ist überhaupt noch nicht erschlossen. Und da wird nochmal deutlich, was es bedeutet, wenn sie ihrer selbst viel bewusster sein könnten. Manche schließen dann ja daraus, oh, wenn ich so viele graue Zellen nicht nutze, kann ich den Rest ja versaufen. Und die Mystiker sagen, nee, schalt das Zeug doch mal an. Also weißt du, wie sich dann das Leben anfühlt? Und das Schöne ist, deshalb kann ich Mystik auch an die Uni schmuggeln inzwischen. Inzwischen gibt es ja von der Medizin her, so von den Neurowissenschaften, diese ganzen bildgebenden Verfahren, die nachweisen können, wenn Leute anfangen mit Meditieren, dass sie kurzfristig, mittelfristig, langfristig sogar den Stoffwechsel in bestimmten Hirnregionen runterfahren können, neue Hirnregionen aktivieren können, dass sie Demenzfolgen so im Alter von zu viel Nichtbenutzung des Hirns, dass sie dem vorbeugen können und sogar im Alter noch schlauer werden können, als sie bisher waren. Also diese ganzen Sachen sind jetzt nachweislich, ohne dass man den armen Menschen dafür töten muss, um in sein Hirn reinzuschauen. Und das gibt Meditation natürlich auch nochmal einen ganz anderen wissenschaftlichen Stellenwert. Es ist also inzwischen nachweisbar, es tut Ihrem Hirn gut, wenn Sie anfangen, es richtig zu benutzen. Und aus meiner Sicht ist eine gute Mystik erstmal alltagspraktisch. Also, das Christentum ist von Anfang an eine Erleuchtungsreligion gewesen. Schauen Sie mal, wie wird Pfingsten gepredigt? Da wird es schon spannend. Was machen Theologen da draus? Das ist aus der Sicht von Mystikern ganz klar. Kirche begann mit Erleuchtung und sie wird auch wieder lebendig werden, wo das stattfindet. Also wenn in den Texten steht, dass da wie Feuerflammen über den Häuptern war, ja, so sind auch persische Mystiker dargestellt, mit einer Feuerflamme über dem, jetzt sage ich das böse Wort, Kronenchakra. Das ist das Ding, wo bei Weihen die Hände raufgelegt werden. Das ist auch nicht so, damit der Kopf wärmer wird oder die Frisur platt gedrückt wird, sondern da geht es um Kraftübertragung. Also der Kirche waren von Anfang an für ihre Rituale eben auch die verschiedenen Schaltstellen im Menschen vertraut. Die katholische Priesterweihe hat das noch. Oder was bei der Taufe bearbeitet wird, Herzchakra geöffnet. Also, da wird in den Texten dargestellt, da sind wie Feuerflammen über den Häuptern. Also das höchste Energiezentrum des Menschen wurde aktiviert. Und natürlich ist dann die Folge sowas wie telepathische Kommunikation. Wir sind Meder, Perser, Sulamiter und wie sich denn die armen Lektoren immer an der Stelle verlesen. Und wir verstehen doch die Sprache des Anderen. Also, ein erleuchteter orthodoxer Mönch des 20. Jahrhunderts, die gibt es tatsächlich. Wir haben unsere eigenen Gurus mit solchen Fähigkeiten. Das war der Mönch Paisios, der ist erst 1994 gestorben. Der lebte auf der Klosterinsel, Halbinsel Athos bei Thessaloniki, Griechenland. Und der ist mal von einem Menschen aus unserer Kultur gefragt worden, was hat das auf sich mit dem Übernatürlichen und übernatürlichen Fähigkeiten? Und da antwortete ihm dieser christlich-orthodoxe, erleuchtete Mönch Paisios, der sagte, das ist nichts Übernatürliches, das ist der Normalzustand des Menschen.
Gott hat uns Menschen von Natur aus, unsere Seelen füreinander durchsichtig erschaffen. Also diese Fähigkeiten, diese scheinbar übernatürlichen. Wir sind so erschaffen von Gott. Und er sagt, sobald die Seele des Menschen von ihren Verfinsterungen gereinigt ist, kehrt dieser Naturzustand wieder zurück. Und das Problem, sagte Paisios, in den westlichen Kirchen ist, dass der sündhafte, der also verfinsterte Zustand zur Normalität erklärt wurde. Deshalb fragen die überhaupt nicht mehr danach. Und jetzt mein Kommentar ist, deshalb fühlt sich das Leben auch nicht so ganz gut an. Und ich verstehe jeden, der erstmal sagt, oh, dann mache ich lieber Zen oder ich werde tibetischer Buddhist, weil es tut mir einfach gut. Die helfen mir damit auch. Denn es ist klar, was wollen Sie mit Erleuchtung, wenn Ihr Alltag Chaos ist und Sie total leiden? Das hilft Ihnen gar nicht. Deshalb eine gute Mystik tut Ihnen erstmal im Alltag gut. Mystik gibt Ihnen eine Bedienungsanleitung für Ihren Geist, für Ihr Bewusstsein. Dass Sie viele Prozesse, die Ihnen vorher unsteuerbar erschienen oder schicksalhaft, bewusst selber steuern lernen. Und wenn Ihr Geist klar genug ist, werden Sie das erleben, was Jesus sagt, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Ich finde das ja schon spannend, wenn gefragt wird, war Luther ein Mystiker? Ich sage eher nein. Denn Luther bekämpfte die damaligen mystischen Basisbewegungen, die sogenannten Schwärmer, oder auch gegen die Täufer, weil sie ihm seine Reformation durch die Fürsten kaputt machte, die Reformation von oben. Basisbewegungen waren zu gefährlich. Das haben wir ja auch im Osten in der Schule gelernt. Bauernkrieg fand er auch nicht so gut. Und deshalb hatten wir ja, glaube ich, auf unserem 5-Mark-Schein nur Thomas Münzer und nicht Luther drauf. Also, Luther war jetzt kein Fan von Basisbewegungen. Und als Augustinermönch verzweifelte er ja aus meiner Sicht, weil damals in den westlichen Klöstern diese mystischen Techniken nicht mehr richtig überliefert wurden. Und Luther strich aus dem mystischen Scala Claustralium, heißt sie, also Leiter der Bewusstseinsstufen, könnte man fast sagen, die hieß Lectio Meditatio Oratio Contemplatio. Bibel lesen, meditieren, eine bestimmte Art zu beten und dann selige Schau, Contemplatio. Die Mönche damals sagten, Contemplatio, dieser Zustand ist, wow, wenn euer Tagesbewusstsein vergleichbar ist mit der Morgensonne, dann ist Contemplatio nochmal die Sonne am Horizont zur Mittagsstunde. Also wir können noch schlauer sein, als wir jetzt sind. Und Luther in der Vorrede zu seiner Weimarer Ausgabe streicht Contemplatio durch und setzt an diese Stelle Tentatio, Anfechtung. Das war sein Problem. Und jetzt will man mir einreden, Luther war Mystiker, wenn er genau diesen Zustand der Erleuchtung gestrichen hat. Also das ist eine der Grundfragen, die ich heutzutage stellen würde. Wollt ihr eine neue Reformation durch lebendige Mystik? Revidiert bitte auch Fehler, die bei Luther auftauchen. Damit ist das von vornherein aus der evangelischen Spiritualität rausgeschmissen. Also, die Mystik ging, ist meine These, in der Kirche nicht einfach verloren, sondern es waren politische und kirchenpolitische sogenannte Sachzwänge oder Entscheidungen, dass sie verloren ging, so wie Madame Guyon in der Bastille landete, die ein mystisches ökumenisches Netzwerk pflegte. Übrigens auch Terstegen war bei ihr, der Liederdichter von »Gott ist gegenwärtig, alles in uns schweige«.
Der hat was gelernt bei der Mystikerin Madame Guyon, aber sie ging so verloren, wie halt Menschen auf einmal in die Bastille verloren gehen und dann schwer krank erst irgendwann entlassen werden. Oder Molinas, der leider ganz zu Tode kam, ja, tragisch verloren gegangen, wie eben auch Meister Eckhart. Also Mystik ist politischer Zündstoff und sie geht eben nicht einfach verloren. Und man kann dann ja mal darauf achten, wie willkommen das ist. Ich starte einfach wieder das Experiment, sie auf den Weg zu bringen. Und eben auch die Schüler des Evagrius gingen nicht einfach verloren, sondern sie wurden eben schon im 4. Jahrhundert mit Waffengewalt vertrieben. Mir geht es also wieder darum, genau diese Tradition unter die Leute zu bringen. Und das macht dann auch tatsächlich Spaß. Also ein Christentum, das wieder die volle Anfangskraft kriegt. Was ist Reformation anderes? Zurück zu den Quellen und vor allem, dass sich jeder selber mit der Quelle verbindet. Und wenn Luther also übersetzt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen oder so, es ist ein Übersetzungsfehler, da steht entos hymon, inwendig in euch. Aber das waren ja genau die Behauptungen der bösen, bösen Schwärmer, das innere Wort. Ja klar, kein Mystiker leugnet, dass Jesus Christus das äußere Wort erstmal ist. Aber wie auch Angelus Silesius sagt, was nützt es dir, wenn Christus 1000-mal in Bethlehem geboren wird und nicht in uns? Also auch das ursprüngliche Erlösungsverständnis der Mystiker oder des mystischen Christentums ist ein anderes, als es hier in der West, ich nenne das mal immer Ostkirche, Westkirche, also die einen so orthodoxen, so die Patriarchate und dann halt Rom und wir sind dann halt, wir kommen nach Rom, aber wir sollten auch ein paar mehr römische Fehler, auch radikaler reformieren, wieder rausschmeißen. Also wir kennen ja ein Erlösungsverständnis hauptsächlich so, Jesus starb für deine Sünden am Kreuz. Westliche Theologie begann mit Juristen und Rhetoren. Also Tertullian war Jurist. Und so fühlt sich das an, also wie das übersetzt wird. Die ursprüngliche Erlösungslehre heißt, Bischof Athanasius sagt das so, Gott wurde Mensch, damit wir vergöttlicht werden. Klingt ein bisschen anders. Und Erlösung nicht einfach anerkennen von einem Kaufvertrag, also das ist so ein Unterschied wie verliebt sein oder jemanden lieben und einen Ehevertrag lesen. Also so ist westliche und östliche Theologie. Erlösung durch Teilhabe am Sein Jesu Christi. Methexis, das ist der Hauptbegriff. Also nicht anerkennen von einem Schuldvertrag, sondern es ist tatsächlich so. Jesus ist Protos kai teleos anthropos, also der Urmensch und der Zielmensch, das Grundmodell, wie wir als Menschen gemeint sind. Da tritt uns endlich der Prototyp von der anderen Seite entgegen. Und er informiert uns wieder. Also, und die Orthodoxen denken vielmehr in Kraftfeldern, in Energiefeldern. Das war schon ein bisschen schwer so für Ostgoten, Westgoten und Vandalen, die erstmal so in westlichen Klöstern landeten, gegenüber der uralten orientalischen und griechischen Tradition. Und das will ich wieder rüberbringen. Also zu einem Christentum als Erleuchtungsreligion gehört ein viel radikaleres Erlösungsverständnis. Gott wurde Mensch, damit wir vergöttlicht werden. Theopoeistai heißt das auf Griechisch. Und Erlösung durch Teilhabe am Sein Jesu. Und wenn Jesus seinen Jüngern den Heiligen Geist überträgt, ich übersetze Heiligen Geist als höchste, klarste Bewusstseinsstufe. Also stellen Sie sich vor, ich würde Ihnen meinen Geist übertragen, weiß ich nicht, dann fangen Sie alle mit Seekajak an oder halten sich Meerschweinchen zu Hause oder so. Also das ist was Persönliches. Jemand überträgt seine Hirnfrequenzen auf andere. Das bedeutet, dass die danach genauso schlau sind wie der. Und ihr werdet Gleiches und Größeres als ich tun. Und ich nenne euch nicht mehr Schüler, sondern Freunde. Also wir sind wie
kleine schlafende Brüder und Schwestern von Jesus. Und er ist nicht einfach nur ein Vorbild an Humanität, sondern ein Vorbild an Bewusstseinsklarheit, die in jedem von uns wie ein Samenkorn schlummert. Und das ist in uns angelegt. Insofern ist das Reich Gottes inwendig in uns. Und Himmel und Hölle oder Reich Gottes ist Himmel. Das sind keine Orte und auch keine Zeiten. Auch Paradies ist für mich dasselbe wie Reich Gottes. Sondern es sind Bewusstseinszustände. Das sind schöne Kategorien, die ich aus der Utopieforschung von Literaturwissenschaften habe. Da kann man ja fragen, wo ist das Paradies? Wow, vor langer, langer Zeit, jetzt ist es leider weg. Und jetzt kommt der Kommunismus und dann kommt es wieder. Postmoderne bedeutet ja, die großen Utopien sind hinfällig, lassen wir also weg. Bloß nicht wieder versuchen, politisch Paradies zu machen. Dann gibt es die anderen Sachen. Oh, das Paradies ist vielleicht auf einer fernen Insel oder in fernen Galaxien, zu denen ein Raumschiff Enterprise fliegt. Also eine lokale Utopie an einem anderen Ort. Inzwischen ist fast alles kartografiert. Gut, auch nicht. Sondern das, was Jesus meint und Reich Gottes oder Paradies meint, es ist in uns angelegt, in jedem Menschenhirn. Jedes kleine Kind, das auf die Welt kommt, ist erstmal ein göttliches Kind mit all diesen Fähigkeiten und dann machen wir was Vernünftiges draus. Und das ist der entfremdete Zustand, anfanglose Unwissenheit. Weil die Leute keine Bedienungsanleitungen haben. Die meinen es ja nicht böse. Ich will ja nur dein Bestes. Und so fühlt sich das Leben danach auch an. Und Jesus ist jetzt also der Prototyp, der zeigt, ihr könnt das alle. Ihr sollt genauso teilhaben an seinem Bewusstsein, an seiner Geistesklarheit. Die Bewusstseinsevolution der Menschen fängt ja gerade erst an. Und das ist wieder der Bildungsbegriff von Meister Eckhart. Bildung heißt nicht, dass ich Ihnen einfach für den Kopf zum Archivieren Inhalte weitergebe oder Bücher oder Texte. Der Protestantismus versteht sich ja als Bildungsbewegung, Bildungsreligion, sondern Bildung. Ich sage ja, wir können Bildungsreligion sein, dann aber bitte wieder im radikalen Sinne von Meister Eckhart. Bildung am Urbild. Also sich wieder formen lassen in den ursprünglichen Zustand. Das war jetzt ganz viel Vorrede am Anfang, was ich unter Mystik verstehe und warum ich Meister Eckhart so toll finde. Und jetzt möchte ich Ihnen in Kürze drei einfache Übungen sagen, die dafür reichen, dass Sie genauso schlau werden wie Meister Eckhart und diesen Weg der Teilhabe am wirklich auch an der Geistesklarheit Jesu Christi, dass sie diesen Weg gehen können. Nachmittags um 14 Uhr im Kapitelsaal machen wir das dann praktisch, wer dann noch Zeit hat. Sie sind also ganz herzlich willkommen und wer keine Zeit hat, das jetzt vielleicht zwischendurch, der Vortrag hier, aber auch andere Vorträge werden liebevollerweise häufig mitgeschnitten, manchmal auch mit als Video und auf YouTube, wenn Sie meinen Namen eingeben, kommen Sie an diese ganzen Vorträge auch ran oder über meine Webseite. Dann können Sie sich da noch weiter informieren. Jetzt also in der Kürze. Für mich war es dann, ich habe erstmal auch zu Reha-Zwecken ich hatte 2002 einen Reitunfall und konnte ein Jahr an der Uni nicht arbeiten. Die Ärzte hatten mich dann, wollten mich eigentlich in Vorruhestand schicken, das fand ich nicht so gut, nachdem ich doch gerade erst ein Jahr die Professur hatte. und nachdem ich es geschafft habe, die erste Frau seit 1650, seit Gründung der Uni, da an dieser theologischen Fakultät zu sein. Naja, meine Mama in der DDR war halt Abteilungsleiterin, da kannte ich das nicht, dass Frauen da nicht hingehören.
Ja, ein Kollege begrüßte mich auf dem Flur, damit Sie es gleich wissen, ich habe gegen Sie gestimmt. Zum einen, weil Sie eine Frau sind, zum anderen, weil Sie aus dem Osten kommen. Also da war meine Motivation dann besonders stark, doch obwohl die Ärzte mich abgeschrieben hatten, meine Reha doch etwas voranzutreiben. Und so gelangte ich tatsächlich erstmal zu 4 Jahren Tai Chi Qigong nach Meister Mantak Chia, Tao Yoga. Da habe ich so 6 Stunden ungefähr am Tag meditiert, über den Tag verteilt. Ich hatte keine Zeit mehr, Bücher zu lesen, fernzusehen, ins Kino zu gehen. Mein sozialer Freundeskreis schrumpfte drastisch. Und so merkte ich, das funktioniert, aber das ist echt was für Mönche. Also Luther, ich finde auch Luther weiterhin toll, weil ich gesagt habe, das kann doch nicht sein. Die entweder viel Geld haben für die richtigen Einweihungskurse, also für die Reichen ist Erleuchtung, oder für Leute, die nicht arbeiten gehen, weil das ist doch ein toller Ansatz bei Luther, also dein Beruf als Ort der Nachfolge. Also ich kriegte beides nicht zusammen, kam aber schon super mit der verfeinerten Wahrnehmung voran. Das wurde mir dann aber alles etwas zu riskant, und vor allem die asiatischen Lehrer, die sind ja nicht so multikulti-friedlich, sondern die verspotten ja auch das Christentum, und die sagten uns, ja, die Kirche behauptet nur, aber wir führen euch einen Weg, dass ihr euch überzeugen könnt, dass ihr selber Erfahrungen macht und die dann selber in Worte fassen könnt. Und das Zweite war, was die sagten, die Kirchen betreiben ethischen Vampirismus, sie fordern von euch immer das Höchste und saugen damit eure Lebenskraft aus, ohne euch mit der Quelle des Lebens erfahrungsgemäß zu verbinden. Ja, da stand ich nur als Theologieprofessorin, war stinksauer, natürlich auch sehr gekränkt, und haben mir dann gesagt, das kann doch nicht sein, wir waren mal sowas wie Marktführer, eine Weltfirma, das Ding hat sich so ausgebreitet, da muss was am Anfang gewesen sein, wir können, jedenfalls am Anfang waren wir bestimmt keine Loser-Religion. Und da einfach nur so gut bezahlter Funktionär von so einer toten Religion sein, war mir mit meiner Ostbiografie auch nicht so so erwünscht. Also Funktionär sein war noch nie so mein großes Ziel. Ich habe das versucht zu rekonstruieren. Wie haben die ersten christlichen Mönche meditiert, dass die so eine Sätze sagen können wie Meister Eckhart? Durch die Vorbereitung, dass ich jetzt wirklich, wir sollten bei den Asiaten immer erstmal am Anfang nur Hände aufeinander zubewegen, weg und das langsam und als Hausaufgabe und dann sagen, ob wir irgendwas spüren. Also so entdeckten wir irgendwann, wow, das wird jetzt hier so ein bisschen, es beginnt zu kribbeln in den Händen, irgendwie, als würde was fester werden. Ja, wir hatten das Qi entdeckt und dann so am anderen abtasten oder mit dem Geist abtasten, das meine ich damit. Letztlich jede Katze, jeder Hund kann das und Kinder können das häufig auch noch, und dann kommt so dieses einseitige Bildung, immer nur denken, denken, stillsitzen, diszipliniert sein, Körperenergien, alles ruhig stellen, das ist schon so ein halbes Absterben. Und dadurch verlieren wir unsere Empfindungsfähigkeit. Also, die Übungen waren zwar spannend, aber ich habe mich gefragt, was haben also die ersten Mönche gemacht? Und kurzum, das Wichtigste, was ich entdeckt habe, war, ist eigentlich eine ähnliche Technik, wie dann die transzendentale Meditation sie verwendet hat. Die machen ja richtig viel Geld damit, hier kriegen sie es gratis. Nämlich, die Christen waren ja in der Tradition, Alexandria war eine große Hafenmetropole, Gewürze, Fernost und sowas. Die haben einfach von den Yogis, also Hindus, die Mantra-Technik übernommen. Mantra heißt nichts anderes als Wiederholungsgebet.
Wer das jetzt zu esoterisch findet, mir wird ja immer vorgeworfen, oh, Sie machen Esoterik. Ich sage, nee, das ist, ESO heißt eigentlich im Zentrum. Ich vermittle wieder die zentralen Wahrheiten, auch möglichst lebenspraktisch. Was nützt den Leuten noch mehr Wissen über Mystik? Sie sollen den Weg gehen. Nichts anderes wird sie glücklich machen. Auch der Vortrag, nur gehört haben, bringt nichts. Also, die Christen hatten auch ein christliches Fachwort, Ruminatio. Ja, das ist jetzt nicht so marktschreierisch, wenn man es übersetzt, wird es noch schlimmer. Wiederkäuen. Also auf ein und demselben Wort rumkauen. Also der spirituelle Kaugummi wird jetzt auch nicht schöner. Also, die ersten Christen, die ersten Mönche, von denen man was weiß im Christentum, das war wirklich so ägyptische Wüste, 3., 4. Jahrhundert, die haben Mantratechnik genommen, die haben lebenslang einen einzigen Psalmvers, immer den gleichen, halblaut vor sich hingesprochen. Beim Schilfmattenflechten oder was die so arbeiteten, die haben ja tatsächlich auch Handarbeit gemacht. Dass sie den halblaut sprachen, hängt aber mit der Kultur zusammen, die konnten damals auch noch nicht leise lesen. Das ist vergleichbar. In unserer Kultur können nur wenige Noten so lesen, wenn sie sie sehen, dass sie sie hören. Die müssen die auch über ein Instrument spielen. Also das ist eine Bewusstseinsebene. Da kann man also lebenslang, was weiß ich, mit meinem Gott springe ich über Mauern, einer der verbotensten ostdeutschen Psalmverse, und bloß nicht von allen Seiten umgibst du mich und siehst auch ins Verborgene. Also, wer da jetzt einen Lieblingspsalmvers hat, Konfirmationsspruch oder so, der schon immer auf sie zugelaufen kam, in Krisen oder in Schmerz, dann hat der in ihnen Wurzeln geschlagen. Sie können also diesen Psalmvers verwenden. Dann wurde gegen das 6. Jahrhundert daraus, dass man einfach den Namen Jesu Christi wiederholte. Ach, übrigens zu Psalmvers, wer vielleicht hin und wieder in Benediktinerklöster geht. Evagrius, also kurz vorher gestorben, sein bester Schüler Cassian hat bei ihm gelernt, Benedikt von Nursia, Benediktiner, liebte Cassian. Also Cassian hat diese christliche TM-Technik festgehalten. Und der hat seinen Mönchen, der Cassian, verordnet, den Psalmvers, O Gott, komm mir zu Hilfe, Herr, eile mir zu helfen. Also die Bennys machen das nicht mehr, dass jeder Einzelne sein Mantra hat, aber immerhin beim Stundengebet hören sie es, O Gott, komm mir zu Hilfe, Herr, eile mir zu helfen. Er sei dem Vater und dem Sohne. Also das müssen wir uns vorstellen, die hatten nonstop als Einzelmönche tagsüber diesen Vers als Mantra gesprochen. Cassian sagt nämlich, also jetzt ist ja die Frage, soll ich jetzt immer 20 Minuten sitzen? Nein, das ist nonstop. Wie das geht, dann später in dem Workshop oder bei einem dieser YouTube-Vorträge. Cassian schreibt seinen Mönchen, morgens, wenn du aufwachst, sei dieser Vers der erste Gedanke in deinem Kopf. Bei der täglichen Arbeit sollst du ihn sprechen. Und dann war die Frage, oh, auch auf Toilette, einen heiligen Text. Und Cassian beantwortet das zum Glück in seinem Buch Collationes, Kapitel 10. Beim Essen, beim Verdauen und beim Ausscheiden sollst du ihn sprechen. Alles klar. Wenn du einschläfst, sei er dein letzter Gedanke. Und Cassian kannte noch nicht Sigmund Freud, aber er kannte das Unbewusste. Und auch im Schlaf, wenn du träumst, soll er noch in dir erklingen. Also das ist radikal. Das ist Non-Stop-Meditation.
Ich hoffe, ich löse sie nicht alle aus der evangelischen Kirche raus, dass sie jetzt alle orthodox werden. Aber falls sie das vorhaben, orthodoxer Mönch, orthodoxe Nonne zu werden, die haben diese Ursprungstradition bis heute erhalten. Deshalb kann man mir nicht sagen, das ist esoterisch. Nein, das ist ursprüngliches Christentum. Und die haben bis heute auch eine mystische Theologie. Also, falls Sie da Mönch werden wollen, dann sagt man Ihnen, Sie sollen ab heute täglich nonstop bei der Olivenernte, bei der Küchenarbeit, wann auch immer, sprechen, Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner oder erbarme dich meiner des Sünders. Da gibt es jetzt Kurz- oder Langformen. Ich sage, nehmen Sie einfach, wenn Sie noch keine kirchlich verursachte Jesusallergie haben, nehmen Sie einfach Jesus Christus oder Jesus, du in mir, ich in dir. Und Sie können es innerlich sprechen. Fangen Sie damit an vielleicht, es soll Sie keine Zusatzzeit kosten. Wir sind Lutheraner, wir arbeiten und beten. Für Atheisten, nehmen Sie einen Satz oder ein Wort mit Liebe. Als Ex-Ossi habe ich immer noch ein Herz für Atheisten, dann sage ich, oder wenn Sie atheistische Freunde haben, mein Wesen ist Liebe oder Liebe umgibt mich oder in Liebe geborgen. Das bringt auch auf sehr hohe Klarheit, die vergleichbar ist mit dem Jesusnamen. Fangen Sie an, täglich eine Zeit zu nehmen, wo Sie sich erstmal auf nichts anderes konzentrieren müssen, also vor dem Einschlafen zum Beispiel. Und Sie werden merken, diese Gedanken, die Ihnen durch den Kopf gehen, die waren schon immer da. Die entstehen nicht erst durch das Einschlafen. Das ist das Zeug, was Ihnen das Leben schwer macht, auch tagsüber. Indem Sie jetzt einfach hintereinander vor dem Einschlafen, so wie früher Schäfchen zählen, immer sagen, Jesus Christus, Jesus Christus. Und Sie können auch die gemeinsten Gedanken oder die größten Sorgen hinten ranhängen. Jesus Christus für Karin, Jesus Christus für Karin. Oder Jesus Christus für meine Angst vor morgen oder so. Also nichts verdrängen, nichts abspalten, denn drehen Sie durch auf dem Weg. Sondern alles immer ein paar Mal hinten ranhängen, was Sie belastet, was Ihnen Sorgen macht. Und so kann man das auch mit den Gedanken vor dem Einschlafen machen. Und dann können Sie später die Praxis ausweiten, dass Sie sagen, mein Herz, zeige mir doch Gelegenheiten, wo ich es noch sprechen kann. Und dann werden Sie sehen, an der Kaffeemaschine oder beim Warten auf die Straßenbahn oder auf gemütlichen Sitzungen mit 19 Tagesordnungspunkten plus Sonstiges. Jesus Christus für 20 Tagesordnungspunkte. Also, wir sind authentisch. Diese Sache automatisiert sich in Ihnen zunehmend. Das wird nämlich der Jingle Ihres Lebens. Es gibt in dieser Gesellschaft keine jinglefreie Zone mehr. Es gibt keine mantrenfreie Zone. Diese größte religiöse Technik ist jetzt die von Krämern und Händlern geworden. Also sowieso, Luther protestierte ja gegen die Frühkapitalisierung des Christentums. 25 Vaterunser, 27 Euro Ablassbrief und so. Das ist ja einfach nur die kapitalistische Logik aufs Christentum übertragen. Und inzwischen, die Werbung ist der größte Mantrengeber. Also das, was eigentlich unsere Seele wieder auf das höchste Ziel ausrichten soll, macht uns jetzt zu kaufsüchtigen Konsumenten, sodass kleine Kinder schon vierjährig, 200 Werbemantren können. Also, das hat sich alles schon abgesetzt. Und der andere größte Mantrengeber ist die Politik. Die Renten sind sicher oder wir schaffen das. Und einfach nur durch blanke Wiederholung, wir leben in einer postfaktischen Zeit, erscheint etwas wie eine Tatsache. Also das Mantren sind sehr zweischneidig. Sie können, ich nenne das noch nicht mal Gehirnwäsche, das ist zu positiv formuliert.
sie verdrecken unseren Geist. Und wenn wir uns keinen eigenen Jingle geben, werden wir zugemüllt. Und ab da, wenn sie mit ihrem eigenen Mantrum oder ja, Leitbilder oder so, wenn sie mit ihrem eigenen Mantrum leben, kann keiner sie mehr zujingeln. Sie sind wie imprägniert. Also vieles fällt mir erst jetzt auf. Da in Kiel gibt es so Sky-Markt und dann, wenn ich einkaufen gehe, Sky, alles frisch, besuchen Sie die frische Theke. Mir fällt die Musik auf, mit der ich zuberieselt werde. Vorher habe ich das alles nicht gemerkt. Also dieses Leben, die beiden anderen Übungen schaffen wir hier jetzt nicht, weil es geht mir darum, Denken, Fühlen und Wollen zu befreien. Das sind die drei Grundkräfte im Alltagsbewusstsein. Wir erfahren angeblich, dass wir schon autonom sind. Oder Kant sagte auch, Aufklärung ist der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Was Sie am Nachmittag dann erhalten, sind drei Übungen, mit denen Sie überprüfen können, wie autonom bin ich wirklich. Weil wenn Ihr Denken nicht frei ist, wenn Ihre Gefühle so wie sich in Schleifen bewegen, in einer bestimmten Grundemotionalität und Sie da nicht mehr rauskommen, wenn Sie Ihren freien Willen verwechseln mit Leistungspunkte und Liebespunkte erwerben, dann handeln Sie zwar viel, aber Sie sind nicht frei. Und das sind diesen umfassenden mystischen Erleuchtungsweg habe ich runtergeschrumpft auf ein mystisches iPhone. Das war sehr lange Entwicklungsarbeit, weil kompliziert erleuchtet werden, gibt es genug Angebote. Und die katholische Kirche hatte ja, die hat die Mystik immer noch, aber sie sagt, das ist was, eine besondere Gnadengabe, die Gott die wenigen schenkt. Das ist ein toller Trick. Wenn ich als Musiklehrer sage, also gut singen können oder Klavier spielen oder Geige spielen oder vielleicht als Sportlehrer reiten, ist eine besondere Gnadengabe für wenige Auserwählte. Wie kommen Sie dann da auf die Idee zu sagen, ich bin auch auserwählt, ich mache das auch? Und ich sage, nein, das ist Ihr Geburtsrecht, dass Sie den Bereich sich freischalten lassen. Also, Sie erhalten drei Mini-Übungen, die total in den Alltag reinpassen, die sie keine Zusatzzeit kostet. Und sie nehmen erstmal wahr, Mystik als Wahrnehmungskunst, sich selber. Wie frei sie sind. Sind sie in der Lage, einen Gedanken ihrer Wahl festzuhalten? Mithilfe des Mantras merken sie nämlich erstmal, wie schnell ihre Gedanken sie fortreißen. Dass wir dressiert sind, Inhalte in uns aufzunehmen, aber dass wir nicht gebildet sind, selber einen Fokus lange festzuhalten. Sie verändern damit richtig ihre Hirnfrequenzen. Also wer mit Mantra arbeitet, hat ziemlich bald nonstop im Alltag eine Hirnfrequenz, als würden sie eine komplizierte Matheaufgabe versuchen zu lösen. Und das haben sie nonstop, das nennt man so dann auch so Flow-Zustand. Und sie werden zum Beobachter ihrer eigenen Gedanken. Dann mache ich auch gleich Schluss. Wenn sie ihre eigenen Gedanken beobachten, haben sie schon eine der Erleuchtungsstufen erreicht. Denn der Gegenwartsmensch denkt, ich denke, also bin ich, mit Descartes. Ich bin meine Gedanken. Deshalb haben auch viele evangelische Angst mit dieser alten Erleuchtungstechnik, weil sie auf dem Kirchentag Stuttgart, wurde mir da in der Stuttgarter Reithalle von einem Fachkollegen vorgeworfen auf der Tribüne, Frau Bobert, Sie sind ja irrationalistisch, Sie machen ja das Denken schlecht. Dann sage ich, nein, schon alleine Pfingsten zeigt doch, es gibt einen Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Es gibt noch größere Klarheit, als unsere Kultur sie kennt. Ich will, dass die Menschen ihren Geist weiterentwickeln. Das ist doch schade, wir leben bewusstseinstechnisch noch im Mittelalter. Und so fühlt sich die Kultur auch an. Und es wäre eigentlich der Job, statt Rallye-Unterricht den Kindern, egal ob sie Atheisten sind oder welcher Religion sie sind, diese Bewusstseinstechniken zu vermitteln. Also auch Theologie in der Gegenwart, nicht mehr so konfessionell getrennt, sondern als
Interdisziplinäre Bewusstseinsstudien, Consciousness Studies, so glaube ich, könnte man das auch im Osten wieder rüberbringen, dass man Leute nicht mental beherrschen will, sondern befreien. Also, wenn Sie zum Beobachter Ihrer eigenen Gedanken werden, kommen Sie in die Lage, wie ein Zen-Meister fragen würde, wer ist es, der meine Gedanken beobachtet, wenn ich doch bisher dachte, ich bin meine Gedanken? Und das ist kein böses Über-Ich, sondern Sie werden merken, es ist eine tiefe Ruhe, eine Freude, eine Klarheit, dass Sie einfach nur wahrnehmen, was ist. Und mit dieser Selbstwahrnehmung fängt auch eine eigene große Liebesgeschichte an. Dass Sie aufhören, sich zu kritisieren, sich unter Druck zu setzen. Und diese Klarheit nimmt dann zu. Aber jetzt habe ich eine Stunde geredet. Ich möchte noch eine halbe Stunde Zeit lassen für Rückfragen, weil alles passt hier sowieso nicht rein. Sie merken, ich liebe dieses Thema und das wird gefährlich für Sie.